Ja, hallo liebe Fußballfreunde, liebe Trainerkollegen, wir wollen uns heute mal über ein Thema unterhalten, das uns jetzt wieder aktuell in einem Beispiel entgegengekommen ist sozusagen, und zwar über den Einfluss von Trainern auf ihre Mannschaft, und zwar im ganz Speziellen durch ihr Verhalten oder durch ihre Ausstrahlung an der Seitenlinie. Und dem Johannes, dem ist da was passiert sozusagen, sagen wir es vorneweg, wir sind ja oft kritisch in unserem Blog. In diesem Fall ist immer was Positives passiert, sodass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen ja nicht immer nur irgendwo den Finger in die Wunde legen und wollen kritisieren, sondern wir wollen auch mal was Positives berichten und darüber hinaus dann einfach zeigen, wie die Trainer vor allem im Ausbildungsbereich oder vielleicht nicht nur im Ausbildungsbereich, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, auch positiv wie negativ auf ihre Mannschaft Einfluss haben. Johannes, was ist dir konkret passiert? Genau, also ich war in der F-Jugendspiel mit meiner Mannschaft bei einem Auswärtsspiel und habe da eben einen Trainerkollegen gesehen und erfahren dürfen, der mir da sehr positiv aufgefallen ist, der das richtig, richtig gut gemacht hat mit seinen Jungs. Ganz konkret an zwei Beispielen. Das eine war schon relativ am Anfang im Spiel, ist sein Torwart, hat einen Rückpass bekommen, hatte den Ball am Fuß und mein Stürmer hat den Torwart angegriffen und der Torwart dürfte in der F-Jugend den Ball immer in die Hand nehmen, hat es nicht gemacht, sondern ist dann ins Dribbling gegangen, hat versucht, den Ball an dem Spieler, an dem Stürmer von mir vorbeizulegen, hat dabei den Ball verloren und dabei meinen Stürmer dann gefoult, als er aufs Tor schießen wollte. Dann gab es den Elfmeter und das Gegentor. Und da ist der Trainer schon sehr, sehr ruhig geblieben, hat keine negativen Worte irgendwie den Torwart jetzt irgendwie da zur Sau gemacht oder den irgendwie in irgendeiner Weise schimpft oder geschimpft. Und dann war die Situation so, dass es dann ein paar Minuten später wieder der Fall war. Der Torwart wieder ins Dribbling gegangen ist, beziehungsweise versucht hat, eben das Ganze spielerisch zu lösen, ohne den Ball in die Hand zu nehmen. Da hat es dann knapp geklappt und dann haben die Eltern, die bei dieser Mannschaft hinter dem Tor des Torwarts standen, haben dann versucht, ihrem Torwart quasi zu helfen und haben dann gesagt, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Adrian, nimm doch den Ball in die Hand. So, weil sie versucht haben, ihm zu helfen. Sie wollten eben, dass ihm das nicht mehr passiert und dass er da eben nicht mehr in diese Drucksituation kommt. Und dann kam sofort vom Trainer, der mir gegenüber stand, auf der anderen Seite des Spielfelds, in der Mitte ungefähr, kam dann sofort das Kommando an seine Eltern, seid ruhig, lasst den in Ruhe. Hat es sehr laut und bestimmt, nicht böse, aber sehr laut und bestimmt gesagt, lasst ihn in Ruhe, der macht es super und der soll es genauso machen. Und die Folge war dann, dass dieser Torwart immer mehr Sicherheit bekommen hat, immer mehr Ruhe bekommen hat und dann irgendwann einfach das Pressing meiner Mannschaft, die erste Angriffsreihe sozusagen, immer ins Leere gegangen ist. Ja, der Torwart hat den Ball am Fuß, der Stürmer hat ihn angegriffen, er konnte den Ball dann weiterspielen und damit war schon das erste Pressing überspielt und der Gegner konnte immer wieder gefährliche Situationen heraufbeschwören. Also ich fand es total interessant, dass einmal ist die Frage, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ob Eltern überhaupt hinter dem Tor stehen sollten und wo man die Eltern vielleicht besser positioniert. Da haben wir uns ja auch schon einige Gedanken drüber gemacht. Und das Zweite fand ich eben interessant, wie der Trainer mit seinem Torwart spricht, ihn bestärkt, auch im Fehler bestärkt, weil er eben möchte, dass der Torwart Fußball spielt, weil er möchte, dass der Torwart am Spielaufbau teilnimmt, weil er ihn eben fußballerisch auch ausbilden will. Und das wäre eben nicht der Fall, wenn er halt einfach immer den Ball in die Hand nimmt und dann im schlimmsten Fall ihn lang nach vorne schlägt, sondern er will, dass er Fußball spielt, er will, dass er den Ball am Fuß hat. Und das fand ich schon richtig cool, weil das ja auch genau das ist, was wir machen und wie wir unsere Torhüter ausbilden. Der Torwart wurde noch in der Halbzeit gewechselt. Also auch nicht die ganze Zeit der gleiche Spieler im Tor, sondern dann ein anderer Feldspieler, der im Tor war. Ich konnte jetzt nicht sagen, ob die einen festen haben, der immer drin ist, aber er wurde auf jeden Fall gewechselt. Und das fand ich schon echt super, dass da der Trainer seinen Spieler sofort in Schutz genommen hat und im Prinzip ihn da bestärkt hat in dem, was er tut, auch wenn es dann vielleicht mal nicht funktioniert, wenn dann ein Fehler funktioniert. Was es ja zeigt, ist, dass der Torwart es offensichtlich kann. Also er ist jetzt schon in der F-Jugend ist es. Er ist jetzt schon in der F-Jugend dazu in der Lage, die Situationen auch technisch zu lösen. Richtig. Es fehlt halt einfach noch, was völlig normal ist, an Selbstvertrauen.
Und das hat ihm quasi der Trainer durch diese positiven Ansagen gegeben, ja, nachdem es beim ersten Mal nicht so gut geklappt hat, beim zweiten Mal so halb so ungefähr und dann diese Ruhe dadurch reinkam und dann die Sicherheit und dann eben es wunderbar funktioniert hat, sodass du praktisch diesen Druck, den du erzeugen wolltest, das genau, war dann quasi genau für die Katz, ja, weil er dann einfach gut genug war, cool war. Genau. Also es, das ist aber immer so, ne? Also es ist ja völlig egal, ob das jetzt ein F-Jugendlicher oder auch ein A-Jugendtorwart ist. Ja. Für Spieleröffnung, für Rückpässe der eigenen Mannschaft, diese dann technisch mitzunehmen mit dem Fuß und durch gewisse Tricks vielleicht auch mal eine Wende, ja, einzubauen, ja, und so weiter, braucht es halt einfach Selbstvertrauen. Genau. Also genau, das ist das A und O. Natürlich muss man es technisch lernen, aber das A und O ist natürlich dann die Coolheit zu besitzen, das, ja, auch zu tun. Ja. Und das ist auch, also ich habe danach mit dem Trainer auch kurz noch gesprochen und er hat mir im Prinzip genau das gesagt, was ich auch meinen Spielern immer wieder mitgebe und auch versuche den Eltern von mir dann zu erklären. Einfach, ja, dass er diesen Spieler, den Torwart, eben dazu bringen will, dass er das tut, dass er am Fuß besser wird und natürlich macht er dann im Spiel vielleicht zwei Fehler und nach einem halben Jahr ist es dann aber vielleicht nur noch einer und in der D-Jugend ist es dann gar keiner mehr. Und das ist genau das, genau so bilden wir aus, genau so muss es eigentlich sein, soll es auch sein. Und ja, und nur so funktioniert es eben. Wenn ich das in der F-Jugend nicht lerne, ein Spieler, der F-Jugend, E-Jugend, das sind 4 Jahre, immer im Tor stand und immer den Ball in die Hand genommen hat und nach vorne, ja, wie soll er in der D-Jugend auf einmal eine Situation spielerisch lösen, wo er es dann ja nicht mehr darf? Oder weil er nicht in die Hand nehmen darf und eventuell Fußballerschance lösen muss, hat er keine Möglichkeit. Kann er nicht, gar keine Chance. Ja. Und das fand ich halt eben das Interessante. Und dann noch eine zweite Situation, die ich auch so super fand. Da haben wir dann auch zum Torwart zurückgespielt, wie wir es natürlich auch tun. Mein Innenverteidiger passt zu meinem Torwart. Der Torwart will den Ball stoppen und der rollt ihm unter dem Fuß durch. Rollt ins Tor, Gegentor. Die Eltern draußen, ja, yeah, super. Und die Spieler auch. Und der Trainer sofort, Jungs, Ruhe, sowas passiert, da brauchen wir uns überhaupt nicht freuen. Ball nach vorne, weiter geht's. Ja, also auch ein eigenes Tor, das durch einen Fehler im Spielaufbau des Gegners passiert, wo seine Mannschaft überhaupt nichts dafür konnte, die hat da, also sie hat nicht mal Druck gemacht oder irgendwas, den zum Fehler gezwungen oder sonst irgendwas. Ja, sofort quasi weiter und gar nicht aufs Ergebnis geguckt, man hat gesehen einfach, dass ihm das Ergebnis in dem Moment halt einfach nicht wichtig ist, sondern es geht ihm um die Ausbildung und sogar auch um die Ausbildung der gegnerischen Mannschaft. Und das überträgt sich halt dann natürlich aufs Feld. Und das ist ja dann auch das Nächste, wo wir drüber sprechen wollen, dieses allgemeine Verhalten, das sich dann überträgt auf die Spieler und auf die Mannschaft, auf die eigene Mannschaft, das eigene Verhalten des Trainers eben, ja. Das heißt, der, wie du sagst, der Trainer hat ja quasi dann in dem Fall sogar den gegnerischen Torwart in Schutz genommen. Richtig. Und seiner Mannschaft aber auch gesagt, dass man, das ist im Moment, da geht es ja auch in diesem Ausbildungsstadium, geht es ja nicht nur um das fußballische Lernen, sondern auch um das charakterliche Lernen. Absolut. Dass man natürlich dann auch, dass man sich natürlich über das Tor freut, um Gottes Willen, ja. Aber halt nicht komplett auslastet, was man schon alles gesehen hat, weil einer noch irgendwie von der eigenen Mannschaft dann mal schnell noch den kleinen Zeh dazwischen gehalten hat, wenn es zum Glück passt, und dann zur Eckfahne gejubelt ist und irgendwie gelaufen ist und dort irgendwie eine Jubelgeschichte aufgeführt hat, habe ich auch schon mal erlebt, ja. Sondern dass man dann eben seinen Spielern sagt, hey, das ist ein Fehler vom gegnerischen Torwart, der natürlich in der F-Jugend viel, viel niedergeschlagen ist, als es jetzt ein erwachsener Torwart wäre. Ja. Er ist immer niedergeschlagen, aber für den bricht da gerade eine Welt zusammen. Und dieses Jubeln und die Eltern flippen alle draußen aus, verstärkt es immer noch, sodass man den auch dann im Moment ein bisschen Schutz nimmt und auch dem sagt, weil es ist eben eine F-Jugend, mehr ist es ja auch nicht. Genau. Pass auf, alles cool. Ja, beim nächsten Mal passiert das auch nicht mehr. Ich sage auch meinen Spielern immer, so ein Gegentor ist mein Fehler, weil ich ihm sage, er muss das machen. Wenn ich meinem Innenverteidiger sage, schlag den Ball nach vorne, dann passiert das Gegentor nicht. Mhm. Ich sage meinem Innenverteidiger, er muss den Torwart anspielen, also ist es mein Fehler. Und so versuche ich immer so ein bisschen den Druck von den Jungs zu nehmen, dass ich sage, es ist mein Fehler, es ist mein Gegentor und nicht deiner. Genau. So versuche ich da immer so ein bisschen, ja, da den Druck rauszunehmen, dass sie eben das weiterhin probieren und da mutig sind. Weil es eben zwingend jetzt schon passieren muss, also was du vorher schon gesagt hast, genau, wenn man in der F- und E-Jugend nicht damit anfängt, schon den Torwart daraufhin zu drillen, dass er den Ball nicht mehr in die Hand nehmen soll, wenn es irgendwie geht, sondern es immer versuchen soll, technisch mit Fuß zu lösen,
dann vergehen da einfach in Summe, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, 4 Jahre vergehen einfach bis zu dem Moment der D-Jugend, wo dann das eh verboten ist. Und das sind 4 Jahre einfach im Kleinfeldfußball, im Ausbildungsbereich, die dann einfach für die Katz waren. Und ich beobachte das immer wieder, wenn man ein D-Jugendspiel sich betrachtet, vor allem im jüngeren Jahrgang, wo wirklich dann die Spieler aus der E-Jugend in die D-Jugend gekommen sind, das erste Mal, und dann beobachtest du einen Torwart und dann bekommt er einen Rückpass, sagen wir mal, im zweiten Spiel in seiner D-Jugend-Karriere, dann ist oft so dieses, die Hand geht nach unten, von draußen ruft der Trainer rein, du darfst ja nicht, ja. Er zuckt, er schrickt und dann fängt und er so ein bisschen das Zappeln an und weiß gar nicht mehr so richtig, das sieht dann oft so unkoordinativ aus, was mache ich jetzt eigentlich? Ja. Und das liegt ihm genau daran begründet, er ist es nicht gewöhnt. Und wer es schon von der F-Jugend beigebracht bekommen hat, zu sagen, du nimmst den Ball nicht in die Hand, du probierst das ganz einfach. Und wenn das mit dem Gegentor mal in die Hosen geht, dann ist es halt so. Es interessiert uns nicht weiter. In 4, 5 Jahren sind wir froh darüber, wenn wir diesen Weg so gegangen sind. Und noch später sowieso. Ja, genau. Also, was es eigentlich grundsätzlich geht, ist, das zeigt die Geschichte wunderbar. Das haben wir auch schon an der Stelle im Blog immer wieder auch mal geschrieben. Es geht ja auch darum, vor allem in diesem Ausbildungsbereich, aber auch, da können wir gleich nochmal auch drüber sprechen, was ich am Anfang schon angedeutet habe, eventuell auch später eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Das ist ja eigentlich das A und O. Denn nur wenn das vorhanden ist, also wenn der Trainer quasi seinen Spielern das Gefühl gibt, du darfst dich ausprobieren, du darfst Fehler machen, ist alles cool, wir wollen ja lernen. Nur dann fruchtet das ja alles auch, nur dann entwickelt sich auch irgendwo was. Und das geht eben nur mit einer sogenannten, wie wir nennen, positiven Lernatmosphäre. Und dafür bin ich ja verantwortlich. Und das beginnt ja zunächst mal damit, fangen wir mal kurz das an zu analysieren sozusagen, dass die Eltern schon mal hinter dem Tor stehen. Ja. Das ist schon mal immer schwierig, finde ich. Wir haben es oft erlebt, dass die Eltern eben sich quasi hinter dem Tor platzieren und Eltern natürlich von Haus aus, ohne dass sie es vielleicht böse meinen, emotional dabei sind. Jetzt kommt irgendwie ein Schuss aufs Tor und dann steht der Kleine da in seiner Kiste drin und dann schreien hinter ihm 5 bis 10 bis 15, pass auf! Und dann siehst du sofort, wie dieses Zucken anfängt und durch diesen Ruf draußen nervös wird. Deswegen ist das natürlich alles andere als optimal. Das ist eben das Gegenteil von einer positiven Lernatmosphäre, auch wenn sie nicht negativ beabsichtigt ist. Das ist ja, was ich auch gesagt habe, um auf die Situation nochmal zurückzukommen. Die Eltern wollten dem Kind ja helfen, indem sie gesagt haben, nimm doch den Ball in die Hand. Das haben die ja gut gemeint. Das ist mir klar. Die waren ja nicht böse und haben gesagt, hey, du Idiot, warum nimmst du den Ball nicht in die Hand? Sondern die wollten ihm ja helfen. Also das waren so, nach meiner Einschätzung, schon nette Eltern alles. Das war jetzt keiner, der da irgendwie am Pöbeln war oder so. Aber trotzdem macht es das Kind halt nervös. Ja, wenn da der eigene Vater oder die eigene Mutter dabei steht, dann ist in diesem einfachen Satz immer ein emotionaler Unterton mit drin. Ja. Und das ist ja die Frage, wie ich das sage. Also ich kann ja sagen, pass auf, oder pass auf! Und schon wird ja praktisch Angst erzeugt. Und das passiert in der Regel, muss man sagen, wenn auch nicht beabsichtigt, aber es passiert. Deswegen sagen wir ganz einfach, dem wirkt man entgegen, indem man die Eltern, also auf jeden Fall hinter dem Tor wegnimmt, sondern die sollen sich an der Seite positionieren. Am allerbesten, haben wir es herausgefunden, ist es, wenn sie im F- und E-Jugendbereich hinter dem Trainer stehen. Also wenn sie hinter mir stehen, dort quasi als kleine Fangemeinschaft sozusagen sich hinter mir positionieren. Das hat 2 Riesenvorteile. Das eine, haben wir gesagt, ist, dass das nach außen hin immer ein schönes Gesamtbild ergibt. Man ist also als Gruppe, als Team auch hier beisammen. Das zweite ist, ich kann da super drauf Einfluss nehmen, wenn ich merke, das emotionalisiert nun zu sehr. Also sei es negatives Reinrufen gegenüber irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen, sei es negatives Reinrufen bei Fehlern, sei es einfach nur sowas wie, pass auf, hau ihn weg. Dann kann man immer sich mal umdrehen, weil man muss nicht über die andere Seitenlinie rüberschreien. Ruhig, entspannt euch, wir haben doch gesagt, wir machen das und der darf das und wir wollen das lernen. Also man hat diese Fangruppe der Eltern einfach super im Griff dadurch. Und was ich auch gelernt habe,
Und dass ich auch so das Gefühl habe, dadurch, dass die Eltern hinter dir stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, kriegen sie auch mit, wie du coachst und verstehen vielleicht manche Sachen auch besser. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Eltern, die mir dann schon gesagt haben, jetzt ich mache jetzt diese F-Jugend ein halbes Jahr, jetzt also seit Juni, so, ja nicht mal ein halbes Jahr, ein paar Monate jetzt. Und ich hatte schon Eltern, die mir gesagt haben, so, ja, wie du coachst am Spielfeld, und ja, jetzt verstehe ich manche Sachen erst und jetzt, ja, das ist so super, wie du mit den Kindern sprichst. Und das ist ja dann, dass sie das dann, wenn sie auf der anderen Seite stehen zum Beispiel, dann kriegen sie es vielleicht gar nicht mit, was ich den Kindern sage und verstehen jetzt nicht, warum macht der Spieler jetzt das. Das ist doch völliger Unsinn. Und so kann man dann viel besser an einen Strang ziehen, wenn quasi alle auf einer Seite sind und dann auch das mitbekommen, was der Trainer sagt. Was nicht heißen soll, also ich will mich da jetzt überhaupt nicht rausnehmen und sagen, ich mache das alles so toll, sondern ich muss mich schon auch selber immer wieder hinterfragen und sagen, ist das alles optimal, wie ich mich verhalte? Gibt es nicht auch Dinge, die ich ändern muss? Also das ist schon auch klar, dass wir jetzt hier nicht stehen, als wenn wir Fußballschule haben und sagen, wir wissen, wie es geht und wir machen alles richtig, sondern man muss sich schon immer wieder hinterfragen und sich auch selber dann anschauen. Genau, also das eine ist ja wirklich, kommen wir schon zum zweiten Punkt, das eine ist, um eine positive Lernatmosphäre zu schaffen, muss man den Kindern ja das Gefühl geben, dass alles gut ist. Also, dass sie sich ausprobieren dürfen und Fehler machen dürfen. So, das ist das eine. Das geht ja auf zwei Wegen, aufs Verbale. Also, ich sage das, ist in Ordnung, der darf das, entspannt euch, alles ist cool und der bekommt sein Selbstbewusstsein. Aber, das haben wir uns davor auch schon mal darüber unterhalten, was man nicht unterschätzen darf, ist, ich habe es selber an mir erlebt, da bin ich jetzt sehr ehrlich und sage, ich habe immer gedacht, ich rede positiv und das habe ich auch getan, aber ich habe dabei in meiner Gestik und Mimik nach außen war ich wahnsinnig oft negativ. Also das widerspricht sich dann im Moment. Denn, und das beobachtet man ja bis ins Leistungsalter, ins Herrenalter hinauf, das hat jetzt mit Jugendmannschaften per se eigentlich gar nichts zu tun, Spieler generell, wenn sie Fußball spielen, sowohl bei einer guten als auch bei einer negativen Aktion, schauen immer, also die meisten zumindest, mit einem Auge zum Trainer raus, wie reagiert er denn da drauf? Wenn ich jetzt einen schlimmen Fehler gemacht habe im Herrenbereich, kann ich mich selber als Spieler noch erinnern, dann habe ich einmal rausgeschaut, wie ist die Reaktion? Und wenn der den Daumen hoch gemacht hat und gesagt, entspann dich, alles cool, nichts passiert, dann hat mir das ein gutes Gefühl gegeben. Und wenn man eine gute Aktion gemacht hat, dann das Gleiche, dann will man ja auch irgendwo dieses Lob mitnehmen und dadurch das Selbstvertrauen ziehen. Und mir ist immer aufgefallen, das hat mir also jemand von außen gesagt, der mich da beobachtet hat, und hat gesagt, du sprichst super mit den Kids, du bist super positiv, du ermutigst sie permanent verbal Dinge zu probieren, aber deine Gestik und Mimik ist oft eine andere. Und das konnte ich gar nicht glauben. Und dann haben wir Folgendes gemacht, er hat mich einmal mal mit dem Handy aufgenommen. Da reichen 10 Minuten, eine Viertelstunde. Und das muss nicht immer perfekt gefilmt sein, sondern es geht einfach nur mal, sich ein bisschen so zu beobachten, wie man denn da wirkt. Und das hat mir stark die Augen geöffnet, dass ich eben negativ gewirkt habe. Also oft habe ich gar nichts gesagt und habe vielleicht auch mal den Daumen hoch gemacht zu meinen Jungs. Das war damals Kleinfeld, E-Jugend. Aber die Gestik, da bin ich selber erschrocken. Und das kann man eigentlich nur jedem mal empfehlen, das zu tun. Da sollte man sich nicht jetzt irgendwie vor einem Gericht sehen, sozusagen, und sollte dafür auch keine Scheu haben. Und wenn man eine Scheu hat, sich filmen zu lassen, dann haben wir gesagt, einmal mal sich selber ein Handy hinstellen, ein kleines Stativ nehmen, sich hinstellen. Wie gesagt, das reicht von der Seite, wenn das so ein bisschen mal da aufschaut, sich das selber zu Hause in aller Ruhe anschauen. Das ist ja auch nur für sich selber. Man muss es ja auch niemandem zeigen, sondern es ist ja nur für dich, um einfach da ein bisschen ja, selber zu evaluieren quasi. Ja, also das kann man wirklich nur jedem empfehlen. Ja. Das hat bei mir total die Augen geöffnet und ich habe das manchen Trainerkollegen schon auch mal so erzählt, der hat es dann selber gemacht und die kamen. Ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, ja, hey, alles cool. Sondern ich habe eigentlich immer, alle haben eigentlich immer gesagt, ja, das stimmt, das ist Wahnsinn, wie oft man mal dann doch sagt, hast du gut gemacht und man macht aber gleich den Kopf so oder man tritt mal eine Wasserflasche ein bisschen zur Seite. Oder man dreht sich mal um oder senkt so ein bisschen das Haupt und sagt seinen Kindern, man soll bei Fehlern groß und stark bleiben und nicht einsinken und immer weitermachen und an sich glauben, aber man selber draußen
zeigt eine andere Ausstrahlung. Das ist bei mir so der Klassiker. Wenn die Jungs Fehler machen, dann sage ich immer, dann mache ich immer den Kopf hoch so, ja, und Brust raus. Und selber, ich drehe mich ganz oft weg. Das ist sowas. Ich drehe mich ganz oft weg vom Spielfeld. So, wenn ich kurz mir denke, so, dann hätte er doch jetzt gleich den Trick und nicht in zwei Mann reingelaufen oder irgend sowas. Oder wenn sie quasi nicht das machen, was ich ihm gesagt habe in dem Moment, wenn ich ihm sage, jetzt die Schussfinte und dann läuft er halt in die zwei Mann rein, statt die Schussfinte zu machen, dann ist auch so dieses. Und das ist halt natürlich nicht optimal. Wie du sagst, das ist genau das, was da bei den Spielern eben ankommt. Und wenn sie es nur aus dem Augenwinkel sehen, so, sie sehen es. Sie merken, wie der Trainer dann sich verhält. So ist es. Und damit konterkarierst du quasi diese positive Lernatmosphäre. Genau. Also du kannst dir noch so vornehmen, wenn das Erscheinungsbild was anderes widerspiegelt, dann tust du den Kindern auch keinen Gefallen. Und das ist natürlich schwer. Also das ist, da braucht auch eine gewisse Zeit, sich da selber im Griff zu haben sozusagen. Aber es geht. Und das Erstaunliche ist, das habe ich dann irgendwann festgestellt, dass das in relativ schneller Zeit in Form von super Spielergebnissen, in Form von tollen Spielen doppelt zurückkommt. Also das geht ganz, ganz schnell, dass das dann einfach insgesamt so sich positiv auf die Mannschaft auswirkt, dass das also kommt krass zurück. Und, habe ich auch noch festgestellt, die Eltern werden dadurch auch positiver. Ja. Also man kann ja das auch zu denen immer sagen und ich versammle die hinter mir. Aber am Ende, wenn du positiv bist und das muss einem schon bewusst sein, dann ist das auch nicht nur für die Spieler gut, sondern auch für die Eltern gut. Also die übernehmen das, die positive Stimmung. Ja gut, das heißt, schafft eine positive Lernatmosphäre, das ist nicht immer einfach. Wir wissen, dass das echt schwer ist. Fußball oder ja, fast jede Sportart ist natürlich, sobald es um irgendwelche Ergebnisse geht, auch wenn wir immer lernen wollen, ist immer emotional. Das ist einfach so, wo man fiebert mit seinen Jungs mit und man investiert viel Zeit unter der Woche und man probiert Dinge aus und dann klappen die halt im Spiel nochmal nicht, aber man darf immer eins nicht vergessen. Wir sind im Kleinfeldfußball ganz oft unterwegs. Es ist eine F-Jugend, verdammt nochmal. Es hat natürlich auch viel, viel Zeit, sich alles zu entwickeln. Und dafür braucht es Zeit, Geduld und eben ganz wichtig diese positive Lernatmosphäre. Und da können wir als Trainer verbal eingreifen. Wir können mit den Eltern gemeinsam eine schöne Einheit bilden. Aber das, was wir wirklich jedem mal empfehlen wollen, ist, lasst euch mal filmen oder filmt euch mal selber. So ein bisschen, ein paar Minuten reichen da schon und reflektiert euch da mal ein bisschen, wie man denn nach außen auch wirkt. Also Gestik und Mimik ist da was ganz, ganz Entscheidendes, was man, finde ich, total unterschätzt. Also mir ging es zumindest so. Ja, total. Gut, dann in diesem Sinne euch eine gute Fußballzeit und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.